Guten Morgen, wir sind angekommen in Roseau, nennt sich das, auf der Insel Dominica. Richtig cool, ich war hier schon mal und zwar habe ich nachgeschaut, ich war letztes Mal hier und ich habe Wale und Delfine beobachtet. Ich habe einen Wal gesehen damals, wirklich schön unter Wasser mit der GoPro und danach war ich noch an diesem Champagner Beach schnorcheln bei den, was waren das, von Niederlande. Der Taucher dort war von Niederlande echt richtig cool, habe ich gut in Erinnerung, hat mir richtig gefallen. Ich habe euch versprochen, ich gehe nicht jedes Mal ins Wasser, ihr seht also nicht jedes Mal von mir, wie ich schnorchle. Deshalb habe ich heute zwei andere Ausflüge. Einer ist dasselbe, ich gehe wieder Wale beobachten, aber viel exklusiver. Es heißt nämlich exklusive Wahlbeobachtung und siehe da, ich bin der Einzige, der sich angemeldet hat, also gehe ich alleine. Richtig cool. Und der zweite Ausflug ist zum Indian River. Da fahre ich auf einem richtigen indianischen Ruderboot. Ich lasse mich also echt überraschen. Ich hoffe, ihr mir. Bye bye.
das war's mit der ersten Tour. Wir haben Wale gesehen. Oh mein Gott, das war so cool. Das war so cool. Also wirklich, man hat noch das zweite Boot gesehen. Da war ich letztes Jahr darauf. Und die sind halt nach dem ersten Spot gleich umgedreht. Und wir haben drei unterschiedliche Walgruppen gesehen. So genial. Also wirklich, das war traumhaft. Echt richtig cool. Unter Wasser habe ich zwei wunderschöne Aufnahmen von der Seite. Alle anderen Aufnahmen waren halt wir echt noch zu weit weg. Du siehst nur blau, du siehst kein Wal. Aber das war echt wunderschön. Ich habe das richtig genossen. Ein absolutes Highlight. Dann hatte ich noch ein zweites kleines Highlight. Und zwar habe ich vom iPhone den Action-Modus mal ein bisschen ausprobiert. Und wow, ist der gut. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich überhaupt noch Gimbals brauche und so. Also echt, wow, der ist ja richtig extrem. Also wenn ihr so diese Videos dazwischen gesehen habt, wo ich die Vögel filme, da waren wir Vollspeed mit dem Boot unterwegs. Also das ganze Boot hat richtig vibriert und weiß ich was. Und du siehst einfach nichts auf dem Film. Also echt, wow. Nee, das war ein richtig wunderschöner Morgen. Auch mit dem Ausflug mit der Scoutin zusammen. Echt, das war richtig top. Jetzt, wir waren nicht alleine. Wir waren von AIDA alleine. Aber die Organisation hat dann halt einfach noch sechs andere zusätzlich mit aufs Boot geholt. Deshalb waren wir dann halt nicht alleine. Aber es war trotzdem wirklich wunderschön. Ich habe es richtig genossen. Jetzt geht's zum zweiten Ausflug. Die treffen sich gerade alle da hinten und kommen dann raus und ich warte halt gerade schon mal hier. Nee, das ist echt top. Und zwar gehen wir den Indian River anschauen und wie gesagt in einem Indianer-Ruderboot fahren. Also ich lasse mich echt noch ein bisschen überraschen. Ich freue mich richtig. Ich hoffe, bis jetzt hat es euch genauso gut gefallen wie mir. Ist wirklich richtig schön und ich hoffe, dass es weiter so weitergeht. Also genießt es!
hallo zusammen. So, das war's nun auch wieder mit diesem kleinen Schiffchen, wo wir gerade unterwegs waren, in diesem Mangrovenwald, durch diesen kleinen Fluss hindurch. Das war traumhaft schön, das war wirklich, sowas ist immer so schön entschleunigend, so wirklich, also wirklich wow, echt. Was für ein wunderschöner Tag. Heute Morgen die Wale gesehen, also wirklich sehr nah rangekommen. Ein, zwei Filme unter Wasser gemacht. Jetzt eine längere Busfahrt hierher, war wirklich ganz trotzdem ganz schön, also wirklich hoch und runter geht. Ich habe gesehen, man merkt es nicht so genau auf den Filmen oder man sieht es halt nicht so, wenn ich nach vorne rausfilme, wie steil das nach oben ging oder nach unten ging. Trotzdem, die Fahrt alleine hierher war schon wieder echt richtig cool. Und dann jetzt diese Bootsfahrt da rein, wirklich, also ich habe es in vollen Zügen genossen. Ich habe zwei, drei Vögel gesehen, ich habe eine Million Krebse gesehen. Das war echt richtig, richtig toll. Jetzt sind wir, wie gesagt, zurück mit dem Boot. Das heißt, wir fahren danach wieder mit dem Bus bis zum Schiff. Und dann war es das für heute. Von dem her, ich hoffe, es hat euch nur halbwegs so gut gefallen wie mir. Weil für mich war es einfach nur top. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Man sieht sich. Bye, bye. Here we go. At the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the flow. Ayy, on the road, here we go, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command line. Yeah, you about to see me on demand like. You know I'm the man. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a stream, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the flow. Ayy, on the road, here we go, here we go. Yeah, at the top of the class on a roll. Ayy, and it's time to run it up, yeah you know. Yeah, maxed out, put the pedal to the flow. Yeah, on the road, here we go, here we go. Put the pedal